Hallo, ich bin Carsten an der Mosel. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Ja, heute sitze ich wieder auf dem Rad, wieder an der Mosel. Plan ist, die Mosel runterzufahren bis Alken. Da war ich letztes Jahr im Hotel und in dem Ort gibt es eine Burg, Burg Turand. Die wollte ich mir damals schon angucken, aber haben wir leider nicht geschafft. Naja, und da will ich jetzt hin. Ja, jetzt geht es erstmal Richtung Cochem. Unterwegs kommen wir an Beilstein vorbei. Bis Cochem, die Strecke, bin ich schon gefahren. Da hatte ich aber die Kamera nicht mit. Bin ich schon mal an Beilstein vorbeigekommen, aber da war Beilstein so voll. Da bin ich dann direkt weitergefahren. Ich hoffe mal, jetzt vormittags ist es noch ein bisschen ruhiger da, dass ich mir die Stadt oder das Örtchen mal anschauen kann. Ist ja keine Stadt, glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Kann ich schlecht beurteilen. Auf jeden Fall will ich mal gucken, ob ich mir den Ort nicht gleich mal anschauen kann. Wenn nicht, habe ich halt Pech gehabt. Ja, da im Hintergrund ist die Burg von Beilstein. Ich weiß nicht, ob die Burg Beilstein heißt oder ob die Burg einen anderen Namen hat, aber der Ort heißt Beilstein, der unterhalb der Burg liegt. Da ist man eigentlich relativ schnell hin. Von Senheim aus oder Senheim. Ich weiß immer noch nicht, ob man schnell oder langsam ausspricht. So, von hier aus kann man die Burg noch besser sehen. Und unterhalb kommt das Örtchen. Ja, manche müssen, wenn sie fotografieren wollen, mal eben den kompletten Radweg dicht machen. Ja, jetzt stehen hier um die Uhrzeit auch schon einige Autos am Parkplatz. Aber ich glaube, da hinten, so wie es ausschaut, geht's. Dann gucke ich mal, dass ich da mal reinschaue in den Ort. Ja, ein bisschen was los ist hier schon, aber es hält sich noch sehr in Grenzen. Ja, die Gasse hier schaue ich mir noch an und dann gehe ich wieder zurück zum Fahrrad. Schon toll. So, aus Beilstein bin ich wieder raus. Also, wenn ihr mal in der Gegend seid und ihr wollt euch Beilstein anschauen, was sich wirklich lohnt, also ich glaube, zwischen 10 und 11 ist eine gute Zeit. So, weiter geht's Richtung Cochem.
Ja, der Plan ist, hin auf dieser Seite zu fahren und zurück auf der anderen. Ich weiß allerdings nicht, ob ich auf dieser Seite hinter Cochem noch viel weiter komme. Muss ich mal schauen, weil ich war ja letztes Jahr schon zweimal hier und bin mir nicht ganz sicher, ob man auf dieser Seite, wie gesagt, fahren kann. Ach, da vorne kommt ein Schiff um die Ecke. Ja, von meinem Campingplatz aus kann man auch zwei Schiffstouren machen. Und die eine ist nach Cochem runter. Cochem kenne ich schon. Und die andere wäre Richtung Traben-Trarbach oder nach Traben halt. Und eine Strecke 4 Stunden. Nee, also so lange mag ich dann auch nicht nur auf der Bank sitzen und in die Weinberge glotzen, sage ich jetzt mal so. Und dann, mal so eine Stunde auf so einem Dampfer mache ich mir ja vielleicht mal antun, aber keine 4 Stunden und das Ganze dann noch zweimal. Ja, Cochem ist jetzt auch gar nicht mehr ganz so weit. Ich glaube noch 2 Schleifen. Dann müsste man in der Ferne schon die Reichsburg erkennen. Ja, hinter der nächsten Flussbiegung müsste dann schon die Reichsburg in Sicht kommen. Ja, wie versprochen, da oben ist die Reichsburg. Ja, in die Stadt rein werde ich jetzt nicht. Die kenne ich schon. Und ich weiß auch, wie voll es um die Uhrzeit und zu dieser Jahreszeit da ist. Ja, und es ist wirklich so, wie ich es in Erinnerung hatte. In Cochem musste ich die Moselseite wechseln, weil von Cochem nach Treisgaden kannst du nur auf dieser Seite hier fahren. Nun gut, dann ist das so. Hier links der Weinberg ist die Pommerner Sonnenuhr. Hier kommt mein Lieblingsriesling her. Der heißt natürlich so wie der Weinberg. Pommerner Sonnenuhr. Ja, und der nächste Ort, in den wir kommen, ist natürlich Pommern. Also langsam wird es hier wieder ruhiger, je mehr man von Cochem weg ist, ganz klar. Ja, und dann kommt auch schon bald Treisgaden. Da wechseln wir wieder auf die andere Moselseite. Ja, hier fährt man die ganze Zeit direkt an der Straße. Ist zwar okay, aber echt nicht schön. Ja, und da auf der anderen Moselseite kommt jetzt auch Treisgaden in Sicht. Die Brücke versteckt sich noch hinter der Biegung und dann
wechseln wir wieder die Moselseite. So, die Moselbrücke wäre geschafft. Meine Güte, manche Leute sollten wirklich nicht mehr Fahrrad fahren. Ach, hier kommt eine Brücke. Nee, da traue ich mir nicht zu fahren. Da wird dann geschoben. Und dann aber nebeneinander. Wenn man dann sagt, sorry Leute, ich würde gerne vorbei. Dann wird gesagt, ja, man muss nicht mehr rasen. Ich rasse auch gar nicht. Ich will doch nur dran vorbei. Ui, ui. Ja, was soll's. Ja. Hier auf der Seite ist wenigstens noch ein vernünftiger Grünstreifen zwischen Radweg und Straße. Ja, jetzt geht's Richtung Burgen. In dem Ort stand ich letztes Jahr auf dem Campingplatz. Aber der hat mir nicht so gefallen, deswegen habe ich mir jetzt einen anderen gesucht. Und dann sind wir auch schon fast in Alken. Und dann geht es hoch zur Burg Thurand. Da muss ich dann nochmal ordentlich reintreten. Bergauf. Ja, somit wäre der Ort Burgen erreicht. Da drüben ist eine. Ja, gerade noch unterhalb war der letzten Wohnwagen von dem Campingplatz zu sehen, wo ich letztes Jahr war. Jetzt geht es hier durch Burgen und dann kommt noch ein Ort. Ich habe den Namen vergessen. Und dann kommt dann schon Alken. Genau. Also hier von Burgen aus geht es nach Brodenbach und dann nach Alken. So, jetzt habe ich es wieder. Ich bin jetzt zur Burg Thurand hochgefahren, bin jetzt hoch über Alken. Ich habe gerade geguckt, da hinten die Brücke, da werde ich nachher rüberfahren. Dann kann ich auf der anderen Seite bis Treiskaden fahren. Zumindest gibt es da Schilder, die Radwegeschilder nach Treiskaden. Also gehe ich mal davon aus, dass das funktioniert. Da hinter mir ist die Burg. Okay. Mit dem Gimbal ist das immer schwierig. Ja, da hinter mir seht ihr die Burg. Ich weiß gar nicht, ob man da heute rein kann. Weil da sind gerade Leute die Treppe hoch und die kommen jetzt schon wieder runter. Werden wir mal sehen. Das Burgtor ist schon mal offen. Also wollen wir mal hoffen, dass man wenigstens ein bisschen was sehen kann.
der alte Weinkeller. War nicht riesig, aber wenn der voll ist und du willst ihn leer trinken, gibt er einen mächtigen Kater. Ja, das ist dann mal so ein Abtritt, wie er damals üblich war. Ganz schön verwunschen und verwinkelt die Burg hier. Ziemlich viele Beete und Gärten hier auch. Also ist tatsächlich eine der schönsten Burganlagen, die ich so kenne. Unwahrscheinlich viel Gärten, wie gesagt. Und überall sind irgendwo kleine Durchgänge. Dann kommst du wieder woanders hin. Also, hier kann man sich auch verlaufen. So, alter Pferdestall und Rüstkammer. Also das hier ist ein echt versteckter Ort. Hier muss man erstmal hinfinden. Passen zwar nicht viele Pferde hin, aber immerhin. Schlecht. So, jetzt habe ich mich auf den Bergfried, auf den Turm der Burg gequält. Na, gequält ist übertrieben. Aber bin ich hier hoch. Also es ist wirklich, wirklich eine der schönsten, wenn nicht sogar die schönste Burganlage. Oder zum Besichtigen schön. Also wirklich. Du kannst hier selber gucken. Hier gibt es irgendwie hinter jeder Ecke irgendwas zu entdecken. Also, und die ist nicht überlaufen. Also wir haben Sommerferien, Mittagszeit in der Sommerferien. Denk mal, Reichsburg kochen, werden sie sich heute tot treten. Und hier kannst du, wie ihr seht, ich stehe hier ganz alleine auf dem Turm. Ja, es sind Leute hier, aber ganz angenehme Menge, sag ich jetzt mal so. Nochmal einen Ausblick hier runter Richtung Mosel über die Weinberge. Schon toll. Ja, ich meine, ist vielleicht nicht für jeden was hier oben auf den Turm drauf. Also muss man schon
darf man schon kein Problem mit Enge und Höhe haben, weil die Treppe ist verdammt eng hier runter, aber es geht alles, wenn man will. Nochmal die Burg Turand von unten. Ich fahre jetzt durch die Weinberge runter nach Alkenrhein. Bin ja schon fast an den Häusern dran. Da gucke ich mal, dass ich was zu beißen kriege. Ich habe ein kleines Hüngerchen. Ja, leider das Hotel, wo ich hin wollte, wo sie einen super Kuchen hatten, hat jetzt eine neue Leitung und da sieht man gar nichts mehr von Kuchen. Jetzt muss ich mal gucken. Dann notfalls fahre ich zum Edeka. So, ich habe jetzt in Alken nichts zu essen gekriegt. Oder zumindest nichts, was mir gefallen hätte. Jetzt habe ich mir da bei Edeka was geholt. Die nächste Bank ist meine. Dann gibt es erstmal ein Picknick. Von der anderen Moselseite hat man dann auch wieder ganz andere Eindrücke. Finde ich auch immer ganz spannend. Ja, da hinten im Hintergrund ist die Moselbrücke, über die ich auf dem Hinweg die Seite gewechselt habe. Okay, jetzt mittlerweile weiß ich, ist gar nicht nötig. Man kann auch auf dieser Seite fahren. Auf jeden Fall scheine ich zumindest bis jetzt Glück gehabt zu haben, weil hier ist die Straße nass oder der Radweg nass. Und die Leute, die mir entgegenkamen vorhin, die hatten auch alle Regenjacken an. Ja, ich hatte vorhin auch ein bisschen Tröpfelei, aber wie gesagt, nur ein paar Tropfen, so dass ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, überhaupt eine Regenjacke rauszuholen. Man muss auch mal Glück haben, ne? Ja, hier in Pommern ist jetzt wesentlich weniger los als heute Vormittag auf dem Hinweg. Da habe ich die Kamera nicht rausgeholt. Gerade kommt die Reichsburg in Cochem wieder in Sicht. Ja, jetzt wechsle ich die Moselseite nicht, weil von hier aus komme ich auch bis nach Senheim zurück. Ja, auf der anderen Seite kam jetzt gerade wieder Ballstein in Sicht, wo ich heute Morgen war. Also denke ich mal, also ich habe, glaube ich, heute Morgen ungefähr eine halbe Stunde gebraucht. Dann hat ja heute nicht viel, oder kann hat ja jetzt auf dem Rückweg nicht viel mehr werden. Jo, am Campingplatz wieder zurück. Beziehungsweise fast. Bin jetzt auf der Brücke nach Senheim. 2 Kilometer Restreichweite hat mein Fahrrad. So weit habe ich den Akku noch nie runtergejaucht. Ich hatte nach der Pause aus Versehen irgendwie, keine Ahnung, auf Turbo geschaltet und habe dann erst gar nicht gemerkt. Erst als ich mich gewundert habe, warum ich noch so wenig Restreichweite habe. Naja, egal. Bin jetzt auf jeden Fall da. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.